Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Isio und letzte Woche habe ich euch gefragt, ob ihr ein Full Day of Eating sehen wollt während meiner Definitionsphase und einige haben gesagt ja und deswegen kommt es heute. Und wie kann man besser ein Full Day of Eating anfangen als mit einem Frühstück? Normalerweise unter der Woche frühstücke ich gar nicht, ich trinke einen Shake und dann gehe ich zur Arbeit und die erste Mahlzeit gibt es normalerweise um 12. Aber am Wochenende versuche ich mit der Steffi zusammen zu frühstücken und mit ihr erstens zusammen Zeit zu verbringen, zweitens um entspannten Tag zu starten und am Wochenende verbrenne ich sowieso meistens etwas mehr Kalorien als unter der Woche und deswegen gibt es auch ein Frühstück. Unser Frühstück schaut meistens so aus, dass wir ein Vollkorntoast nehmen, dazu noch ein paar Sachen zum Draufstreichen, noch etwas Wurst und dann auch noch ein bisschen Grünzeug, ein bisschen Gemüse. Und auf jeden Fall darf ein Kaffee natürlich auch nicht fehlen für einen perfekten Start in den Morgen. Und jetzt nach dem Essen geht es darum, die Kalorien zu zählen. Wie viel habe ich zu mir genommen? Ich hatte zwei Vollkorntoast, deswegen schaue ich hier in der App nach Vollkorntoast und trage ein, dass ich zwei Scheiben eben hatte. Dann habe ich noch Philadelphia und Avocado gegessen. Einmal aufstreichen sind bei mir ca. 30 Gramm. Ich habe das schon mal abgewogen, deswegen wiege ich das mittlerweile auch nicht jedes Mal ab. Also wenn man dann einen Durchschnittswert hat, irgendwann muss man auch nicht jeden Gramm abwiegen. So mache ich das auch. Also ich trage ein Philadelphia 30 Gramm und Avocado 30 Gramm. Dann hatte ich noch zwei Scheiben Wurst. Laut der Angabe vom Hersteller hat eine Scheibe 16 Gramm. Also habe ich 32 Gramm von der Wurst gegessen. Das trage ich halt eben auch so ein. Und dann hatte ich noch einen Kaffee. Meinen Kaffee trinke ich immer mit Milch und dazu nehme ich eine Milch mit 1,5% Fett. Und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Kaffee mit Milch trinke, ich ca. 33 ml Milch pro Kaffeetasse nehme. Am Tag trinke ich meistens 3 Tassen, dann trage ich über den Tag halt 100 ml 1,5%ige Milch ein. Aber vollständigkeitshalber werde ich jetzt beim Frühstück eben eintragen, dass ich 33 ml Milch hatte. So kann ich vermeiden, dass ich alles abwiegen muss und spare mir den Abwiegestress. Und dann habe ich ja noch auf meinem Toast Gurken und Tomaten gehabt und das wird halt eben auch mit ca. 50 Gramm geschätzt. Und ich trage eben nicht Gurken und Tomaten, sondern trage einfach Tomaten ein. Also ihr seht, ich mache mir das tatsächlich etwas einfacher. Aber ich mache ja auch keine Wettkampfdiät, sondern eine Definitionsdiät für mich selber. So komme ich am Schluss laut der App auf 275 Kalorien und die App übrigens heißt Fat Secret, das blende ich einfach mal jetzt hier ein, da könnt ihr das anschauen. Die App ist kostenlos und ich benutze sie schon seit Jahren und bin wirklich zufrieden damit. Und den Vormittag verbringe ich heute, indem ich mit meinem Vater auf der Suche nach Autos bin. Er ist nämlich im Moment auf der Suche nach neuem Auto für den Alltag und hat jetzt sich dieses hier angeschaut. Wir fahren das gerade Probe. Es ist ein 7er Golf, sonst weiß ich eigentlich gar nichts darüber. Ich bin auch, was Autos angeht, sehr uninteressiert, sage ich mal. Wenn mir mal jemand erzählt, dass ich ein neues Auto gekauft habe, ist meine Reaktion so, so what? Juckt mich nicht letztendlich. Aber gut, mein Vater unterstütze ich gerne dabei, ein neueres Auto zu finden und so ein bisschen Vater-Sohn-Zeit ist ja auch wichtig. So, es ist mittlerweile 2:45 und ich bin wieder zu Hause. Wir haben mit meinem Vater noch einen Nissan Qashqai angeschaut. Der ist ziemlich begeistert und überlegt sich vielleicht doch einen Nissan zu kaufen. Am Montag, denke ich, trifft er eine Entscheidung und das Wochenende hat jetzt ein bisschen Zeit. Und ja, wie gesagt, 2:45, bis jetzt noch nichts gegessen, also nicht zu Mittag gegessen. Steffi wärmt gerade das Essen von gestern auf, wir essen dann was. Ich zeige euch auf jeden Fall noch, was es sein wird. Und anschließend muss ich dann noch ins Fitnessstudio gehen, deswegen sollte ich meinen Magen jetzt nicht so vollstopfen, weil sonst dauert es ziemlich lange, bis ich dann wieder trainieren gehen kann. Und dann ist auch der Tag schon wieder fast rum und das möchte ich nicht. Deswegen versuche ich es meistens zu vermeiden, so spät zu essen wie heute, aber leider ging es nicht anders. Bei meinen Eltern hätte ich noch was essen können, aber ich wollte noch Steffi ein bisschen Gesellschaft leisten. Wir werden wahrscheinlich jetzt noch eine Folge anschauen und was es zu essen gibt, seht ihr dann jetzt. Willst du mal erzählen, was wir essen? Ja, zum Mittagessen gibt es eigentlich die Reste von gestern. Wir haben noch Nudelsalat und gegrillten Lachs. Und noch ein bisschen Grillkäse. Ja, und abwiegen musst du ja selber. Genau, und Grillkäse gibt es eigentlich nur für die Steffi. Ich möchte keinen Käse essen. Hat zu viele Kalorien für mich und da muss ich auf was anderes verzichten. Aber tatsächlich, das Essen hier wird jetzt abgewogen. Das heißt, ich nehme eine Waage beim Essen. Sieht ein bisschen umständlich aus, aber mich stört es tatsächlich nicht. Und Steffi glaube ich auch nicht. Das heißt, ich habe die Waage jetzt auf 0 gesetzt, wiegt mir mal ein bisschen was ab hier.
So, ich habe mir jetzt 100 Gramm auf den Teller gehauen, das reicht auch für mich, um satt zu werden. Und dann die Steffi auch noch ein bisschen was für sich. Hier, bitteschön. Dankeschön. Dann setze ich die Waage wieder auf 0 und nehme ich noch so circa 200 Gramm von dem Salat. Natürlich ist es jetzt so, dass wir bei dem Salat nicht nur Nudeln haben, sondern wir haben auch hier Gurke, wir haben Tomate, wir haben Paprika. Und wie werde ich das Ganze dann abwiegen? Schwierig, wenn das alles schon drin ist. Deswegen werde ich mir 200 Gramm nehmen und für meine Rechnung wird es dann so sein, dass ich 150 Gramm Vollkornnudeln habe und 50 Gramm Gemüse. So, jetzt haben wir 200 Gramm und das wird jetzt mein Mittagessen. Seht ihr, kaum umständlich, wenn man halt die einzelnen Komponenten mehr oder weniger trennt. Ja, das muss es schmecken. Guten Appetit. Guten Appetit. Ach ja, und falls ihr euch fragt, warum wir jetzt nebeneinander sitzen und nicht gegenüber, weil wir jetzt noch eine Serie anschauen werden. Gotham, Staffel 5, Folge 8, Jane Doe. Ja, mit der Hauptspeise sind wir durch und jetzt habe ich doch noch Lust auf was Süßes bekommen. Und da habe ich gedacht, was ist denn besser als mein geliebter Schokopudding mit viel Eiweiß? Ja, das haue ich jetzt rein, entspanne mich noch ein bisschen und dann geht's auch ins Fitnessstudio. Ah ja, ich habe noch gar nicht gesagt, wie viele Kalorien ich denn heute Mittag zu mir genommen habe. Und ich habe gerade eben noch mal in der App nachgeschaut und es waren 641. Also mittlerweile sind wir bei rund 1000 Kalorien. Und wir haben gleich 16 Uhr und ich werde jetzt ins Training gehen und ein paar aufgenommene Kalorien wieder verbrennen. Wie ihr wisst, fahre ich ja normalerweise sehr, sehr gern mit Fahrrad ins Fitnessstudio. Allerdings ist heute das Wetter so wechselhaft, es hat schon dreimal geregnet und direkt danach hat die Sonne geschienen. Und ich möchte halt nicht in diese Phase dann reinfahren, in der es regnen könnte. Brauche ich heute tatsächlich nicht, möchte ich auch nicht. Und deswegen fahre ich mit Auto und das ist in Ordnung. Ich werde dann im Fitnessstudio noch ein bisschen hin und her laufen. Ich denke, wir gehen heute Abend noch mal mit der Steffi dann spazieren, sodass wir noch ein paar Schritte zusammenbekommen. Dann bin ich am Ende des Tages auch ganz gut dabei. Asking if I got some. Push him to the side, told him I got a mastermind. And I see the green, know you niggas really colorblind. I don't mind, don't call my phone or anything about dollar signs. I don't mind, used to call you brother, but you cross the line. I don't mind, how you say you go there on the sideline. I don't mind, gotta get these haters off my timeline. Jump into the gang and you know shit is serious. I'ma talk that shit while these niggas get furious. I'm curious, I feel like these niggas on their period. Look serious, you know I make these bitches feel delirious. You're hearing this, get it right back. If she taking dick, yeah, she don't fight back. Shorty know K1B is like that. She addicted to me, yeah, like crack. So, das Training ist rum und ich sitze wieder in meinem Auto, wie ihr sehen könnt. Und das Training war heute mega. Ich habe leider ein bisschen länger gebraucht, als ich ursprünglich geplant habe. Ich habe 1 Stunde 30, 1 Stunde 40 drin verbracht. Aber es lag daran, dass das Studio so leer war und ich konnte einfach die Zeit drin genießen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber wenn das Studio leer ist, ist man irgendwie noch mehr motiviert. Noch motivierter als sonst. Und das war heute nämlich der Fall bei mir. Und ich spüre jetzt alle Muskeln sind am Brennen und ich gehe jetzt nach Hause. Leider habe ich jetzt immer noch keinen Hunger und wir haben mittlerweile 18 Uhr. Das Problem, ja, ich habe nur noch 6 Stunden zu essen circa, also je nachdem wann ich heute schlafen gehe. Und Ziel war heute circa 2200, 2500 Kalorien zu füllen. Und ich bin ja gerade knapp bei 1000, knapp über 1000. Und es wird ziemlich, ziemlich schwer sein. Aber vielleicht bekomme ich noch später ein bisschen Hunger. Jetzt habe ich ja ein paar Kalorien verbrannt. Vielleicht bewege ich mich noch etwas bis 20 Uhr und dann sollte Hungergefühl auch da sein. Ja, und jetzt fahren wir erstmal heim und schauen mal, wann es das nächste Mal wieder was zu essen gibt. Also ich esse nicht direkt nach dem Training, vor allem jetzt, wo ich keinen Hunger habe. Da lasse ich schon ein bisschen Zeit vergehen. Vielleicht trinke ich noch einen Shake. Das entscheide ich aber dann zu Hause. Wie ihr seht, bei mir auf dem Balkon ist es gerade ziemlich, ziemlich sonnig, deswegen habe ich mich entschieden, jetzt hier rauszusetzen mit dem Käffchen, Eiweißshake und dazu noch ein gutes Buch. Und ja, da verbringe ich jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde und der Steffi ist währenddessen gerade am Stream, deswegen ist es, denke ich mal, ein ganz guter Ort, um zu warten, bis sie fertig ist.
Ja, und wir haben jetzt mittlerweile 20.30 Uhr, haben da vorne einen Tisch bei einem Italiener reserviert und gehen jetzt lecker Pizza essen. Ich glaube, seit drei Monaten habe ich keine Pizza mehr gegessen und freue mich schon mega drauf. Freust du dich drauf? Ja. Okay, los geht's. So, wir haben jetzt kurz nach 22 Uhr und sind jetzt zu Hause angekommen. Direkt am Restaurant konnte ich leider nicht mehr filmen, weil es zu dunkel war und die GoPro, die ich dabei hatte, hat scheinbar die Dunkelheit nicht gepackt und konnte dann nicht filmen. Also ich wäre komplett schwarz gewesen, deswegen habe ich gedacht, mache ich das jetzt zu Hause. Und zum Abendessen gab es eine Pizza, wie ihr mitbekommen habt, und ein Tiramisu dann am Schluss. Steffi wollte dann noch etwas Süßes als Nachtisch. Ich habe gesagt, okay, bestell du, ich möchte jetzt nichts. Aber das, was sie bekommen hat, war deutlich größer, als sie erwartet hat. Das hat ca. 300 Gramm gehabt, das haben wir so geschätzt. Und ich habe gesagt, okay, ich esse ein Drittel und den Rest kannst du essen, dann ist das auch genug für mich. Und wie gesagt, ich habe jetzt mit 100 Gramm Tiramisu gerechnet, habe das auch so eingetragen. Und bei der Pizza habe ich eine Steinofen-Pizza Salami genommen als Referenz. Und diese hat 815 Kilokalorien und Tiramisu hat 283 Kalorien. Somit hat das Abendessen 1100 Kalorien gehabt rund. Und über den ganzen Tag habe ich heute zu mir 2200 Kalorien genommen, knapp unter dem Ziel, aber das ist in Ordnung, finde ich. Das ist okay. Und verbrannt habe ich 3300 Kalorien, also über 1000 Kalorien mehr. Natürlich, wie ihr wisst, ich habe jetzt nicht zu 100% alles genau gemessen, was das Essen angeht, und auch die Uhr misst auch nicht zu 100%, also. Aber wir haben definitiv ein Defizit geschafft. Das Essen heute war ein bisschen fettreicher als sonst, sonst habe ich keine 50 Gramm am Tag. Heute habe ich fast 100, also 92. Aber muss auch mal sein, dem Körper ein bisschen unterschiedliche Nährstoffe zur Verfügung geben, dass er auch mal sich entfalten kann, denke ich mal. Sag mal so, ja. Ja, und an der Stelle würde ich jetzt auch gerne das Video beenden. Ich hoffe, diese Art von Videos hat euch gefallen. What I eat in a day. Wenn ihr mehr sowas sehen wollt, dann kann ich auch gerne sowas mehr liefern. Das ist natürlich ein bisschen umständlicher als so eine kurze Zusammenfassung von der Woche, denn ich muss den ganzen Tag die Kamera mitschleppen, aber ich denke, es ist für euch ein bisschen unterhaltsamer. Also gebt mir ein bisschen Feedback, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten beende ich jetzt einfach das Video und gehe jetzt auch direkt ins Bett. Ich hätte jetzt noch gestreamt, aber Lohnt sich nicht mehr anzufahren. Ich mache heute eine Streamingpause. Ich glaube, ich habe die letzten 90 Tage durchgestreamt, mindestens. Da kann man auch einen Tag Pause machen, denke ich. Das verzeiht ihr mir, ne? Also die, wo schauen, wissen, wer gemeint ist. Auf jeden Fall mache ich jetzt Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst mir eben einen Daumen nach unten. Aber lasst ein Däumchen. Däumchen wäre ein Träumchen, habe ich irgendwo mal gehört. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, alles Gute. Bleibt fit, Freunde. Ciao, ciao. Building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control, but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in